So, meine Lieben, ich drehe heute meine Wohnungstür für euch, weil sehr viele danach gefragt haben. Und weil ich ja jetzt schon gute 4 Monate hier wohne, dachte ich, es ist langsam mal an der Zeit, euch meine Wohnung zu zeigen. Und ja, sie hat sich jetzt, also ich bin jetzt so schon fast fertig, sage ich mal, was Einräumen, Aufräumen etc. angeht. Und ja, es ist immer noch nicht 100% perfekt, also hier und da kann man immer noch was machen, aber so im Großen und Ganzen habe ich mich eingerichtet. Und ja, ich würde auch direkt mal sagen, wir fangen an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und hoffe, ihr bleibt dran. Ja. Übrigens wollte ich noch sagen, ja, ich bin nicht geschminkt, ich bin hier in meinem Schlabberpulli, weil ich ja heute frei habe und ich mich jetzt noch nicht so groß fertig gemacht habe oder irgendwas. Ich bin auch nur ein Mensch und man muss sich ja auch fürs Video nicht immer schminken und perfekt aussehen. Also ich hoffe, ihr seid mir deshalb nicht böse. So, also hier seht ihr meine Wohnungstür und wenn man quasi reinkommt, dann sieht es so aus. Also man steht direkt im Schlafzimmer. Ich habe keinen richtigen Flur. Hier oben hängt so eine Kette, die vor mir hier drin gewohnt hat. Die hatte da so Vorhänge und dass es ein bisschen abgetrennt ist. Und ich habe ihr die Kette abgekauft, aber ich benutze es eigentlich gar nicht. Ich habe da mal überlegt gehabt, so wie eine Art Schienensystem hinzumachen. Aber ja, mal schauen. Auf jeden Fall, das ist erstmal so ein kleiner Überblick. Dann ist hier auf der rechten Seite meine Garderobe und das hier ist keine Tür, also da ist Mauer da hinten, das war mal eine Tür, das war mal so ein Durchgang auf dem Flur von meinen Vermietern und da ist jetzt aber zu, aber ja, das ist halt noch hier. Hier oben seht ihr meine provisorische Garderobe. Ich habe vor, da noch einen anderen Platz zu suchen, hier auf der Seite. Auf jeden Fall, wenn man hier runter schaut, ist da diese Schuhablage. Das ist einfach, wenn man reinkommt, sich die Schuhe auszieht, dass es hier eben nicht so schmutzig ist. Ne? Genau, dann schwenken wir mal auf diese Seite. Da ist mein Schreibtisch. Der sieht jetzt zum Beispiel gerade noch ein bisschen vollgestellt aus, weil ich da noch nicht so ganz weiß, wie ich das organisiere. Auf jeden Fall habt ihr hier meinen Schreibtisch. Das war ja früher mein Schminktisch. Ja, das war ja früher mein Schminktisch in meinem Zimmer, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Da ich jetzt aber die ganzen Sachen alle im Bad stehen habe, dachte ich mir, ich nehme das als Schreibtisch. Dann haben wir da hinten mein Nagellackregal. Allerdings habe ich da den Großteil aussortiert und mir ist das da immer noch zu viel. Und ich bin am Überlegen, ob ich, wenn ich je mal da noch aussortiere, ob ich das Nagellackregal dann nicht irgendwie verschenke oder ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite ist es auch so eine Erinnerung an meinen Stiefvater. Der hat mir das nämlich selber gemacht. Und der ist ja im Dezember leider gestorben. Ja, dann haben wir hier meinen Drucker, meine ganzen Unterlagen, bla bla bla. Hier ist mein Bücherregal. Das hatte ich in meinem Zimmer auch. Und ich habe auch noch Bücher im Wohnzimmer stehen, weil ich echt viel Bücher habe. Und ich hatte auch mal überlegt, mir ein größeres Bücherregal zu kaufen, aber ich weiß nicht, wo ich das hinstellen soll. Dann sehen wir hier mein Bett. Mein Prinzessinnenbett. Das kennt man, glaube ich, ja auch schon aus meinem Zimmer und ich hatte ja nämlich schon mal damals eine Roomtour gedreht und da hatte ich dieses Bett auch schon. Und da ist mein toller großer Kleiderschrank. So, ich muss jetzt mit meiner Handykamera weiter filmen, weil mein Akku bei meiner Vloggycam gerade den Geist aufgegeben hat. Also, da ist wie gesagt mein Kleiderschrank, den kennt ihr ja auch schon sicherlich. Ich habe auch mal einen Kleiderschrank-Tag gedreht, der ist schon was älter, den kann ich aber gerne in der Infobox verlinken,
Und eventuell werde ich auch irgendwann nochmal ein Update dazu drehen, weil sich da ja sicher auch noch ein bisschen was geändert hat. Ja, dann gehen wir auf diese Seite. Da ist mein Spiegel, so wie man ihn halt normalerweise in einem Flur hat, an der Garderobe. Und dann haben wir hier so einen Schrank, eine Kommode, die hatte ich in meinem alten Zimmer auch schon. Da stand damals mein Fernseher drauf. Jetzt ist es meine Flurkommode, wie man so sagt. Da ist so Krimskrams drin, das brauche ich euch jetzt nicht zeigen, das ist nicht so besonders. Dann haben wir hier meinen Schrank, das ist so mein Vorratsschrank, weil ich nicht so arg viel Platz habe, hier in der Wohnung irgendwas unterzubringen. Also da sind Putzsachen drin, da sind Essensvorräte drin, etc. Also alles, was man normalerweise so in der Abstellkammer stehen hat oder im Keller, je nachdem. Und da hinten ist mein Bügeleisen. Mein Bügelbrett, besser gesagt. Mein Bügeleisen steht auch hier drin. Und ja, mein Papierkorb. Und hier diese Fläche, da will ich eigentlich später meine Garderobe hinmachen, die jetzt da drüben hängt. Ich weiß aber nur noch nicht so ganz, was ich dahin haben will. Und wie groß es sein soll, weil das ist ja recht klein da. Ja. Und dann wären wir eigentlich mit dem ersten Zimmer auch schon fertig. So, da wären wir in meinem Wohnzimmer. Das ist auch mal so ein kleiner Überblick. Da hinten ist meine Essecke, mein Esszimmer. Und gleich hier auf der linken Seite ist mein Fernsehschrank, also meine Wohnwand sozusagen. Ich überlege auch, ob ich mir da irgendwann mal was Neues hole, was ein bisschen mehr nach Fernsehschrank aussieht, weil das ist eigentlich auch so bisschen provisorisch, weil ich das ja auch zu Hause hatte in meinem Zimmer und das war so hochkant. Genau. Dann haben wir da hinten meine Lampe und meinen kleinen Esstisch. Esstisch. Couchtisch. Und ja, mein Sofa. Mein Sofa ist so ein Schlafsofa von Mömax. Ich bin voll froh, dass ich ein Ex-Sofa gefunden habe, das hier in diese Wohnung reinpasst, weil das ist echt ein kleines Ecksofa und alles, was so groß ist, das hätte gar nicht reingepasst. Und ich wollte immer so ein Ecksofa haben, weil ich das einfach viel chilliger finde, wenn man sich halt so richtig so breit machen kann. Und das ist sogar ein Sofa, das man ausziehen kann. Das heißt, man kann da drauf schlafen. Und ich muss gestehen, momentan schlafe ich auch relativ häufig da, weil in meinem Schlafzimmer sind öfters mal so richtig fette Spinnen und ich finde es eklig. Und ja, dann, wie gesagt, hier ist meine Esszimmerecke. Und dieses Bild da drüben habe ich auch von Ikea. Ich liebe dieses Foto. Ich habe das damals gesehen, ich wollte es sofort haben. Und es passt halt perfekt an die Stelle. Und dann wären wir auch schon in meinem Badezimmer. Was ich voll schick finde, muss ich sagen, weil das war früher, also bevor ich hier drin gewohnt habe, die vor mir, die hatte so ein richtig altes Badezimmer. Also das war so richtig braun-grün, also so altbacken. Und die haben das Bad komplett neu gemacht. Und ich habe jetzt auch eine Dusche drin, weil die hatte vor mir so eine Badewanne und die ging halt bis hier, sage ich mal. Und ja, das sah einfach alles total alt aus. Und da steht meine Waschmaschine. Da habe ich auch jetzt so ein bisschen mal was draufgestellt, weil ich halt hier auch nicht so mega viel Platz habe. Es ist mega viel Stauraum. Ich habe hier schon so ein Regal gekauft, dass ich da was unterbringen kann. Und da oben sind so ein paar Bilder. Und da ist mein Fenster. Ich bin auch voll froh, dass ich ein Tageslichtbad habe und dass ich hier auch mal lüften kann, weil ich ja finde es immer sonst ein bisschen eklig. Und da ist mein Waschbecken, eine Ecke. Ich wollte auch ursprünglich so einen Badezimmerschrank haben und mein Vermieter hatte mich noch gefragt, weil vorher war hier so ein Badezimmerschrank drin und dann habe ich noch gesagt, nee, ich würde gerne einen Spiegel haben. Und dann habe ich aber überlegt, dachte ich ja, okay, ein Badezimmerschrank ist schon besser. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann hat er mir aber trotzdem einen Spiegel reingemacht. Weil, wie man sieht, das hier oben könnte man alles verstauen und dann würde da nicht so viel rumstehen. Und vielleicht kaufe ich mir da auch mal noch einen eigenen Spiegelschrank.
Ja. Und dann, wie gesagt, hier hinten ist meine begehbare Dusche. Finde ich auch voll cool. Ich habe mir da allerdings so einen Duschvorhang gekauft, weil am Anfang ist immer das Wasser bis hier raus gelaufen und dann stand man immer total im Wasser und das war irgendwie eklig. Und deswegen habe ich mir da oben so eine Stange reingeklemmt und einen Duschvorhang. Und jetzt, seitdem läuft das Wasser gar nicht mehr raus, also das nur noch bis hier. Viel, viel besser auf jeden Fall. Und zu guter Letzt sind wir in meiner Küche und da kann ich hier stehen bleiben, weil das ist alles. Die Küche ist echt klein. Aber ja, besser natürlich als gar keine Küche, ne? Und ich glaube, es gibt auch noch kleinere Küchen. Aber ich fände es voll cool, wenn ich so einen eigenen separaten Raum hätte mit so einer größeren Küche, wo man dann auch zu zweit mehr Platz hat. Aber ich mache mal kurz so einen kleinen Überblick. Ja, das war's. Und hier ist mein Kühlschrank, den ich von meiner Mama bekommen habe, weil hier war in der Wohnung so ein Mini-Kühlschrank drin. Und der ging, glaube ich, gerade mal bis hier oder so. Und man musste sich immer bücken, um da irgendwie was rauszuholen. Und das war halt manchmal ein bisschen anstrengend. Und in dem anderen Kühlschrank war auch keine Gefriere drin. Also gar nicht, man konnte wirklich gar nichts einfrieren. Ich weiß nicht, wie die vor mir das gemacht hat, weil die hat, glaube ich, 12 Jahre hier in der Wohnung gewohnt. Und die hatte diesen kleinen Kühlschrank. Und ich finde, man muss manchmal was einfrieren. Auf jeden Fall, das ist jetzt eine Kühl-Gefrier-Kombination und ich bin sehr zufrieden damit. Auch wenn er schon alt ist und innen ein bisschen kaputt. Aber ja, das Ding vorher, da ist einfach nett zu vergleichen. Ja, damit wären wir auch schon am Ende vom Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und vielleicht werdet ihr auch Abonnent meines Kanals und bleibt damit immer auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!